Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Landsleute und Gäste. Ursprünglich wollte ich eigentlich nichts mehr sagen, weil ich glaubte, alles gesagt zu haben. Aber es ist, glaube ich, doch besser, dass ich nochmal reagiere. Zunächst, Herr Koplin, Sie haben kritisch angemerkt, dass ich belehrend sozusagen, da muss ich aber sagen, gut, ich bin Fachchemiker der Medizin und was ich hier von mir gebe, sind Fachkenntnisse. Und wenn Sie das als belehrend empfinden, dann tut mir es leid. Allerdings vermute ich eher, dass es eigentlich mehr in die Richtung von Herrn Kokert ging. Aber da war das eine Reaktion auf das, was hier sozusagen im Dialog kam. Und deshalb macht man mir das nachsehen, wenn ich da vielleicht ein bisschen heftig reagiert habe. Aber nochmal ein Hinweis zum Herdenschutz. Ja, es ist so, dass wir bei den kleinen Kindern, wenn wir da eine durchgehende Impfung haben, einen gewissen Herdenschutz haben. Ich würde den eher als Gruppenschutz bezeichnen. Aber es ist auch andererseits wieder so, dass wirklich die nicht geschützt sind, die nicht geimpft sind. Und Sie haben immer auf die abgestellt, die nicht geimpft werden dürfen. Ja, wer darf denn nicht geimpft werden? Ja, die wenigen Fälle, die nicht geimpft werden dürfen, ich kenne keine in meinem Umfeld, muss ich dazu sagen. Und auf die wenigen Fälle stellen Sie jetzt ab. Da sollte man vielleicht eher andere Schutzmechanismen finden, indem man nämlich sagt, vielleicht gehören die nicht in die Krippe unter einem Jahr, diese Fälle, die dann nicht geimpft werden dürfen oder die dann praktisch keinen Mutterschutz haben. Also keinen Impfschutz durch die Mutter. Ja? Vielleicht gehören die dann nicht in diese Gruppeneinrichtungen. Also darüber müsste man auch mal nachdenken, ob nicht vielleicht andere Wege auch die richtigen Wege wären. Und etwas, was vielleicht gar nicht berücksichtigt wird, wie lange hält denn so ein Impfschutz vor? Meine Damen und Herren, er hält in der Regel 7 bis maximal 15 Jahre vor. Dann muss nachgeimpft werden, dann muss geboostert werden. Wer macht denn das von den Erwachsenen? Das heißt, der Herdenschutz ist spätestens im Erwachsenenalter ist er verloren. Und deshalb, wir reden auch über Dinge, die nicht völlig widerspruchsfrei hier dargestellt werden. Noch etwas. Die Akzeptanz des Impfens geht aus meiner Sicht mit der Pflicht zu impfen zurück. Und zwar, ja, es wird dann, wenn entsprechende Sanktionen eingeführt werden, werden die Kinder impfen lassen. Das ist richtig. Aber die Akzeptanz des Impfens wird dadurch nicht verbessert, weil sie sich nicht inhaltlich damit auseinandersetzen. Und da gibt es durchaus Studien schon, da müssen Sie mal im Ausland ein bisschen gucken, da gibt es Studien dazu. Ja, und wir haben Impfpflichten im europäischen Ausland, da ist die Impfrate nicht höher als bei uns. Ja, und das hängt damit zusammen, dass trotzdem eine bestimmte Bevölkerungsgruppe trotzdem nicht impfen lässt. Wie wollen Sie das denn zwanghaft durchsetzen? Da müssen wir dann auch mal drüber nachdenken. Wie setze ich es dann durch? Ja, also ich persönlich sage, ich finde diese Vorgehensweise ja, obrigkeitsstaatlich. Ich finde sie nicht gut, weil sie den Bürger sozusagen aus der Verantwortung entlässt, sich mit der Materie zu befassen. Und deshalb lehnen wir weiterhin diesen Antrag ab. Dankeschön. Ums Wort gebeten.